Moin, liebe Steam Deck-Freunde da draußen. Ich wollte eigentlich nicht teilhaben an dieser Diskussion um J.K. Rowlings und Harry Potter und Hogwarts Legacy, aber es ist nun mal geschehen. Ich möchte Hogwarts Legacy anspielen auf dem Steam Deck, weil es ein Spiel ist, das viele Leute interessiert. Mich hat diese ganze Diskussion um die transphoben Äußerungen von J.K. Rowlings eigentlich nie interessiert. Ich finde sie nicht gut, ich heiße sie nicht gut, ich bin auch nicht transphob. Ich sage immer wieder, jeder soll leben, wie er möchte. Lieben, wen er möchte und so weiter. Deswegen möchte ich das nicht ausraten. Aber nichtsdestotrotz sei es diesen Entwicklern dieses großartigen Spiels, was die Kritiken bisher äußern, gegönnt, dass man diesem Spiel auch Aufmerksamkeit schenkt. Ich werde die Einnahmen aus dem Video in knapp einem halben Jahr, wenn das alles meine Einnahmen da dementsprechend sich gefestigt haben, werde ich einfach einer Organisation spenden, die sich diesem Thema annimmt, beziehungsweise für transsexuelle Menschen da ist. Ansonsten, das so als kurzer Disclaimer. Viel Spaß mit dem Video zu Hogwarts Legacy auf dem Steam Deck. So, meine lieben Freunde, wie wir sehen können, links oben, das Spiel ist schon bei ProtonDB Gold verifiziert. Es ist sowieso von Valve und Steam Deck oder für Steam Deck verifiziert. Und dann schauen wir uns doch einfach mal das Spiel jetzt an. Mal gucken, wie es startet. Aber wie gesagt, ich bin kein Harry Potter Fan. Aber das ganze Prinzip oder so, diese Open World, die hat mich ein bisschen interessiert, ein bisschen ja abgeholt, will ich es mal so sagen. Und deswegen wollte ich einfach mal in das Spiel reinschauen. So, jetzt befinden wir uns hier bei den ganzen Einstellungen und das ist schon mal ein bisschen nervig. Ich kann hier nicht irgendwie einfach hoch und runter scrollen über links, über das D-Pad, mein Gott. Ich muss das hier alles mit dem rechten Analogstick machen oder über den linken und das ist ein bisschen fummelig. Jetzt werden wir einfach mal auswählen. X fortfahren. Wir nehmen die ganzen Nutzungsbedingungen an. Harry Potter Fanclub Konto. Nein, also da, das machen wir auf jeden Fall nicht. Hardware Benchmark. Okay, wir sind hier alles auf Mittel. Wir gucken jetzt ja auch gerade nochmal, haben wir hier 4040 eingestellt? Haben wir. Ich muss hier vielleicht nochmal ganz kurz. So. Muss ich gerade mal gucken. Ja. So, haben wir meine. So, ich habe hier eigentlich alles auf Mittel gelassen. Dann gucken wir doch gleich mal. Ja, wir nehmen fortfahren. Unterstützt und nutzt automatische Speicherung. Das ist nett. Ja, dann das ist doch schon mal wieder Käse. Ich kann hier. Ach, doch, jetzt. Hier geht das D-Pad. So, lassen wir mal so. Wir haben einen Brief aus Hogwarts erhalten. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im fünften Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elazar Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkunst zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley. Weasley. Also ich bin kein Harry Potter Fan, wie gesagt, aber der Name kommt mir bekannt. Ah, Charaktereditor. Okay, gucken wir mal.
So, ich werde aber notgedrungen Onken Schönling spielen, so wie ich auch einer bin. Also die Optionen sind jetzt nicht alle so breit und das ist sehr, sehr träge. Sehr, oh Gott, voll die Verzögerung im analogen Stick. Oh ja, so ein schönes, markantes Gesicht, das nehmen wir doch. Brillen. Brillen können wir auch noch. Machen wir so ein Harry Potter Gedächtnisbrille oder... Nö. Wir müssen jetzt hier nicht Harry Potter nacheifern. Haarfarbe. Um Gottes Willen. Ein Afro können wir auch. Ist das ein Afro? Bin nicht so der Frisuren-Experte, aber ich glaube, das Standardschema, das passt mir eigentlich schon, ja. Gesichtsfarbe. Können wir noch eine Narbe hinzufügen? Komm, lassen wir so. Augenbrauenform. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Ein paar Spinnen, das war von... Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Es wäre immer ganz gut, jetzt die Stimme auch zu hören. Boah, das ist eine extreme Verzögerung drin, alter Schwede. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Spielt das jetzt ab oder nicht? So, Name. Dann nehmen wir natürlich mein Real Name. Wenn man ihnen schreiben kann. Ich habe hier gerade eine extreme Tonverzögerung drin. So, jetzt scheint die Tonverzögerung weg zu sein aus dem Video. Ja. Ja, manchmal hapert es halt so ein bisschen mit OBS. Fabian Petrus, das passt doch irgendwie. Das war nicht ganz mein Real-Name. Schlafsaal. Sauber. Von mir aus kann's losgehen. Wunderbar. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Das war gar nicht schlecht. Gut, ich möchte meine Reise beginnen. Bin gespannt. Bin gespannt. GPU ist schon arg ausgelastet. Ich bleib mich mal kurz ausschalten und drück's. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich.
sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock, fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule, aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht, was... Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen.
Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Und schon sind wir wieder mitten im Spiel. Man sieht ein bisschen im Intro, das ruckelt ein bisschen. Wenn ich auf niedrig gehe, dürfte es das Ganze beheben. Aber ich glaube... Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Ich glaube, man muss mit der Grafikqualität da auch ein bisschen eine wieder... Kutsche im Flug angreifen? Eier werden. Also eins werden. Ein Drache würde niemals... Ich finde, so sieht das echt geil aus auf dem Steam. Sir. Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein... Hier haben wir jetzt gerade so relativ stabile Frames. Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Und es sieht immer noch hübsch aus. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. So, gucken wir mal, kann ich laufen? Nein, so auch nicht. Noch sind alle anderen Eingaben blockiert. Also 30 Frames haben wir. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie? Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Nach wie vor beeindruckend, was diese kleine Kiste an Grafik rauszaubert. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Ich frage mich, wie das Ganze auf der Nintendo Switch laufen soll. Ich glaube, die haben es aus gutem Grund verschoben, weil das wird katastrophal aussehen. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. So, jetzt sind wir zum ersten Mal so richtig im Gameplay drin, ne? So, 30 Frames scheinen relativ stabil bisher zu sein. Ja, wir wissen mal. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, es sieht eine gut mächtige aus. Es sieht Magie, einfach gut aus. Die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Jetzt hier die Spiegelung in den Früchten. Fußabdrücke. Also, das haben die schon nice Schloss gemacht. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Haupt auch dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Mann, Alter, bist du blind? Natürlich habe ich den Pfad schon vor dir entdeckt. Was, Sir? Warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Oh, jetzt darf ich zaubern, ich darf zaubern. Zentrum. Tippe auf RT. Oder LT, ich kann es nicht lesen. Oh, cool. Aber da kommt die Grafik schon ein bisschen ins Ruckeln. Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Okay. Das war etwas holpriger als erwartet. Jetzt? Ah, da oben.
Ah, hier muss man lang. Okay. Nicht mehr weit. Gleich davon. Also alles stimmig bisher. Grafisch sehr, sehr schön. Bleiben Sie ruhig. Also für die Framerate sieht es auf jeden Fall besser aus als ein Callisto-Protokoll. Selbst jetzt bei diesen ganzen Effekten bleibt die Framerate relativ stabil. Die ganzen Objekte, die jetzt hier rumfliegen. Windeffekte, wie sieht das Wasser aus? Sehr cool. So darf ein The Witcher 3 oder The Witcher 4 auch gerne aussehen später. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich schätze, um für sich zu sein. Ja, also ich denke, bei dem Spiel kann man definitiv auf mittleren Einstellungen gut spielen. Man muss natürlich abwarten bei großen Actionsequenzen oder in der Open World. Aber ich glaube, da kommen eh noch mal ein paar Patches. Minikarte zeigt deine Umgebung in der Mitte, das ist dein Ziel und ja, bla bla bla. Auch hier. Na, wird uns da was von Dragonborn erzählt an dieser Steinwand? Professor, es ist eine Art Wandbild. Hm, vielleicht hellseherisch begabt. There was one safe here. Dragonborn. Das denke ich mal bei solchen Bildern im Spiel inzwischen. Skyrim hat mich da ein bisschen verdorben. Und jetzt? So, was habe ich jetzt für meinen Laser-Zauberstab? Erkunde die Ruinen. Also muss ich hier wahrscheinlich lang? Nein! Gesundheit. Ja, erkunde die Ruinen. Komme ich jetzt hier lang? Kann ich hier hochklettern vielleicht? Hier in diesen Rang? Nein. Hier vielleicht? Da durch die Wand oder so? Nee, auch nicht. Hm. Wo kam ich denn? Ich kam von dort. Kann ich hier noch lang? Ich glaube, von hier kamen wir, oder? Ja, von hier kamen wir. So, dann müssen wir mal schauen. Wo komme ich denn jetzt hier lang? Verdammt noch eins. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Hm. Ja, toll. Tolle Aussage. Hilft mir enorm. Ach, die Framerate bleibt stabil bei 30 Frames. Er sagt, oh, kein Harry Potter Legacy. Hogwarts Legacy 60 Was Frames. Könnte er bloß blockieren? Mein Gott. Ich kann euch auch nicht mehr helfen, Leute. Ich finde, das sieht fantastisch. Was ist das? Professor Fig? Spiegel? Ah, da kommt der Professor auch schon. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten. Wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was in Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo Ui. Sind wir? Das glaube ich nicht. Kobold? Hallo? Bakier.
Unmöglich. Einen Moment. Putzig, der Knie. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Zaubererbank. Verlies 12. Meine Bank schafft es auch mal, mein Geld wegzuzaubern. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Ja, ich schwank ein bisschen frame-technisch, aber ich kann hier wieder gucken. Altstabil. Nach Ihnen. Oder? Ich bin halt ein bisschen oldschool, so zwischen 25 und 30 Frames. Erstmal kurz probieren. Ja, man hat mal eine höhere Ansprüche, aber man ist irgendwann auch schmerzbeprüft. Durchs Leben, durch die Arbeit, durch Familie, durch Frau und Kinder. Manchmal nur Spaß. So, jetzt gucken wir mal, es geht ein bisschen in die Action. Gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu verließen und zwölf sind einige davon. Wilde Rotationsfahrten. Sind wir direkt so 30 Frames werden konstant gehalten auf mittleren Einstellungen. Das wird's mehr. Und dann sagt noch mal einer, das Steam Deck ist jetzt schon am Ende. Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Darf ja halt auch ein bisschen mehr und irgendwie entwickeln zu lassen. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren. Grafisch sehr, sehr schön. Die präsentationstechnisch sehr, sehr schön. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Ich weiß, ich bin ein bisschen wortkarg. Ein gutes Stück liegt noch vor. Ich bin aber gerade echt ein bisschen fasziniert. Und um das nochmal mit J.K. Rowlands da abzuschließen. Ja, sie hat die ganzen Ideen erschaffen, aber man muss das ein bisschen trennen, ist meine persönliche Meinung. Verlies Nummer. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Gott sei Dank, er hat nicht nach dem Passierschein Rosa A38 verlangt. Rosa Passierschein A38 wieder Rundschreiben B65 fest. Professor, Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Also Hogwarts Legacy werde ich mir nochmal in ein, zwei Videos machen. Guck, ich glaube, ich werde da nochmal einen Benchmark fahren. Das ein bisschen technisch auseinandernehmen. Da sind wir. Oh, konstante 30 Frames, was will ich denn mehr? Was soll ich denn mehr bei so einem Triple-A-Spiel im Jahre 2023? Excuse me, wir haben das Jahr 2023. Ja, 2023. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Ich will noch wissen, was jetzt da drin ist. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Und es muss ja eigentlich noch mal irgendwann auch eine Auflösung geben, warum ich jetzt erst einen Julia zulassen wurde. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht.
Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Halte den Zauberstab fest und bewege ihn entlang des Pfades, um den Zauberspruch zu lernen. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Ja, und jetzt? Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Dann frischen Hals. Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Verstehen nur die Hälfte. Toll. Jetzt haben sie mich in die Minen von Moria gezaubert, oder was? Jetzt warte ich nur auf einen Balrog und ein paar hässliche Orks. Und das Gimli kommt, um mir den Arsch zu retten. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Entscheide, wie du weiter vorgehen willst. Ja, wie denn? Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Mhm. Und jetzt? Sie könnten Revelio wirken. Revelio? Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Na, bescheuert das Minispiel. Sollen wir wirklich jetzt Lumos? Lumos. Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Cool gemacht.
cool gemacht. Kann ich anders sagen. Nein, die Post. Oh. Hier ist jemand gekämpft oder was? Oh, jetzt bringt die Quam gerade aber richtig ein. Kann ich nur abwehren, ich kann nicht selber kämpfen. Okay. Der Brock macht die ganze Arbeit für mich, ist auch okay. Professor Fick! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht... Ja, Professor Fick, da wurden Sie mal ordentlich verloren gegangen. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. So, wir haben den Professor verloren. Ich glaube, für den Ersteindruck ist das gar nicht so verkehrt, diese Sequenz jetzt hier. Das war schon wieder. Also, technisch finde ich das Spiel absolut okay. AAA-Spiel auf dem Steam Deck im Jahre 2023, was absolut passabel läuft. Was will man mehr? Meine lieben Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder reinschaut. Wenn ihr mehr Infos zu Hogwarts Legacy haben wollt, Benchmarks oder sonstige Technik-Einspielereien, dann sagt einfach Bescheid in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Abo und Like da, ich würde mich freuen. Ansonsten melde ich mich an dieser Stelle einfach mal ab und sage, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck und wir sehen uns demnächst hier wieder. Vielleicht auch wieder nochmal mit Hogwarts Legacy.